Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und ihr habt auch ein geiles Resurrected Warrior Team, aber Angel Golden Freezer nicht als Leader? I've got you, mate. Denn es gibt noch den OP-Leader Angel Freezer. Der Free-to-Play-Agility Angel Freezer gibt der Resurrected Warrior Kategorie ganze Ki plus 2 und auf den Angriff und auf die Verteidigung ganze 20%. Heute gibt es demnach das Showcase zum OP-Leader Agility Free-to-Play Angel Freezer. Und by the way, für euer Verständnis, OP-Leader, was meine ich damit? Das kam letztens im Stream auch von euch. Ich fand die Idee ganz lustig und witzig. Das ist natürlich alles ganz sarkastisch, aber es gibt tatsächlich immer viele Charaktere, die einen ähnlichen Leader-Skill haben, wie die momentan God-Leader, Kategorie-Leader, im Prinzip die Meta-Leader. In dem Fall haben wir ganz klar Angel Golden Freezer mit dem weitaus besseren Boost. Aber es gibt da auch oft, wie gesagt, eine zweite Karte, die eine ähnliche Variante hat, einen ähnlichen Leader-Skill. Und das ist in dem Fall dieser Agility Free-to-Play Angel Freezer, der auf Stage 1 vom Dokken-Event vom Angel Golden Freezer droppt. Er gibt der Resurrected Warrior Kategorie Key plus 2 Attack und F 20%. Und ich wollte das Ganze auf jeden Fall mal testen und zeigen, ob es denn was bringt, wenn man so Free-to-Play-Leader mitnimmt, die wirklich ähnliche Kategorie haben, also nur die Stats unterscheiden sich von ihren eigentlichen richtigen Leadern, sage ich mal. Und ja, ich weiß, ob im Titel OP-Leader stehen wird oder irgendwie ähnliches. Wenn ja, dann ist es quasi so ein bisschen OP-Leader-Format und das ist natürlich ganz sarkastisch gesehen. Wir nehmen so gesehen die zweite Variante, beziehungsweise die OP-Leader, ja. Führen wir das ein. Die OP-Leader sind im Prinzip die Charaktere, die einen ähnlichen Leader-Skill haben wie die eigentlichen Leader einer Kategorie und tun in dem Fall showcasen. Aber wie gesagt, das Ganze müsst ihr auf jeden Fall sarkastisch nehmen. Ist natürlich im Prinzip ein Joke, ja. Keep plus 2 Attack und F 20% kommt niemals ran an den Leader-Skill von Angel Golden Freezer. Anyways, wir sehen hier schon unsere OP-Leader. Wir haben insgesamt in dem Team, so mein Team aus, haben wir vorhin gesehen, mein Resurrected Warrior Team quasi. Wir haben 213.000, 14.000 HP. Okay, ist gar nicht mal so schlecht. Weil wir wissen, unser OP-Leader gibt gar keinen Key. Aber lass uns das Ganze mal. Unser OP-Leader mit dem Link-Skills für Angel Freezer. What is this, man? Oh. Okay, verstehe. Da liegt seine Stärke. Da liegt also seine tatsächliche Stärke. Wie viel büßt er denn ein? 23.000. Krass. Um das zusammenzufassen, was bekommen die Charaktere von beiden Leader Skills, nämlich die Resurrected Warrior, insgesamt durch beide? Key plus 5, Attack und Def 190%, HP 130%. Genau. So, also ihr seht, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Double Angel Golden Freezer Lead. Aber hey, wir testen das Ganze mal und gucken, ob das funktioniert. Falls ja, dann ist es wirklich eine Notlösung. Und warum nicht? Wenn man das richtige Team hat, aber der eigentliche Leader fehlt, dann immer neben ein OP-Leader. You've got my point. Anyways, Leute, jetzt... wenn Broly... jetzt bin ich gespannt. Das wird wehtun. 100.000, okay, wir haben es überlebt, aber... Wenn euch das Ganze schon auf jeden Fall gefallen hat, dann gebt dem Ganzen ein Like, Leute. Und ehrt diesen OP-Leader, ja, der ist ja wirklich OP. Und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Jede Unterstützung an der Stelle wird auf jeden Fall zählen. Aber hier sehen wir schon, okay, da fehlen die Key. Können die Units unsere Charaktere trotzdem etwas ausmachen? Ich denke, ja, den bekommen wir down. An der Stelle. Ich muss auch aufpassen. Ich habe mich jetzt nicht geheilt oder auf Items gar nicht geachtet, aber ja, okay. Der Vegeta ja an der Stelle ist sehr tanky. Wenn unsere HP 80% oder drunter sind, bekommt Attack und F 90% und ja, das merkt man an der Stelle. Gut. Achso, Auto-Attacks reichen da wohl nicht aus, ja, das ist nicht zu vergleichen. Okay, von Kid Buu doch. Nice. Hoffentlich geht das nicht wieder los. Aber wir machen weiter. Angel Golden Freezer der nächste, okay. Und da ist der OP-Leader. Oh mein Gott. Er sorgt für die Key. Ja. Don't disrespect the OP-Leader, man. I gotta tell you. Don't disrespect. Aber wir heben uns zur Sicherheit. Let's go. Diesen OP-Leader
Also ich habe mich echt schon dran gewöhnt, ja. Wenn ihr mir dazu stimmt, wenn wir das ganze OP-Lied taufen dürfen. Und natürlich das sarkastisch nehmen, das Wort, ja. Dann sind es eben die Lieder, die zweiten Lieder einer Kategorie, sage ich mal. Die nicht summonable sind. Beziehungsweise manche sind summonable, aber sie kommen nicht an die tatsächlichen Lieder ran. Hat ihn an der Stelle gestunt? Unsere OP-Lieder? Nee, okay, komm. Achso, man kann ihn nicht sagen. Okay, ich war total verwirrt. Klar. Wo war ich stehen geblieben? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Anyways, let's go. Ich hab irgendwas mit Erd, den OP-Lieder, irgendwie sowas gesagt. Sei es drum. So, wir machen einfach mal weiter. Was wollten wir uns hier? Ja, wir müssen auf jeden Fall mit Items umkommen. Ganz klar. Wir haben nicht den allerbesten Leader-Skill-Boost an der Stelle, aber bis jetzt hat's gereicht. Ich bin echt gespannt, ob wir das Event hier schaffen. Ich werde mich auch drum bemühen, ja. Ich werde jetzt nicht so... nicht ernst nehmen, weil wir den OP-Leader haben. OP-Leader. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Sondern ich mache da ernst auf jeden Fall. Okay, lass uns erstmal das beenden, bevor der Osoro wieder seinen anderen Satz vergisst. Halbe Million Crit. Den OP-Leader. Aus Stage 1 vom Dokument von Freezer droppt er. Ihr könnt ihn ruhig auf SE10 bringen, aber 100% muss er nicht sein. Wirklich nicht. Da würde ich die Orbs lieber für andere Units aufbewahren. Er muss das wirklich nicht sein. Aber den OP-Leader zeichnet wirklich eines aus. Er sorgt für verdammt viel Ki für seinen Golden Freezer. Bei Angel Golden Freezer denke ich, ist es mehr oder weniger das gleiche. Aber bei ihm hier sorgt er auf jeden Fall für sehr viel Ki. Wir haben... ah, okay, Revival, Strongest Clan in Space und Universe Most etc. 15% Key plus 2 durch Revival und Strongest Clan in Space. Nochmal Key plus 2, alles klar, macht Sinn. Und Kid Buu ist hier an seine Key rangekommen. Nice, heißt er kann auch ulten, darf ulten an der Stelle. Unser OP-Leader, oh mein Gott. This damage is insane, man. Oh. Der Schaden ist ja nicht... an den kommt niemand dran. Das war ja nichts im Vergleich zum OP-Leader. Ah, da ist auch schon Angel Golden Freezer. Schilololo, schauen wir mal. Okay. Jetzt haben wir hier eigentlich falsch Charaktere an der Reihe. Aber wir machen das Ganze mal so. Revival, ja, nee. Goku müssen wir wegstellen. Die ganzen Keys bekommt unser Boy hier. Zwei Key hier, zack. Und... let's go! Yo. Ich hab mich jetzt an der Stelle nicht... oh, eine Ulti könnte wehtun. Ich wollte es gerade aussprechen. War's das schon mit dem OP-Showcase? Ist das die Grenze des OP-Leads? Oder kommen wir nochmal back to back? Ja, okay, wir haben noch Leben. Oh mein... Vegeta, nun liegt's an dir. Nun liegt es an dir an der Stelle. Sorry, Leute. So. Oh ja, komm, easy. Alles geplant, OP-Lead. Es ist einfach ein OP-Team. Ist OP, muss man so sagen. Es ist legit ein OP-Team. Kakarotto mit dem Crit, let's go. Let's go, wir haben das in der Tasche. Easy, ich sehe es. First win. Easy win. Das könnte wehtun. Aber wir haben ja... King Yama, let's go. 50% Damage Reduction für eine Runde. Nehmen wir auf jeden Fall mit, wir healen uns auch auf jeden Fall. Yes, das machen wir. Broly tue ich jetzt zwar ganze Zeit rausrotieren, aber wenn Broly da angegriffen wird nach seiner Ulti, das könnte echt wehtun. Weil er dann Negativwerte bekommt. So, und Brokkoli an der Stelle, let's go. Geil. Total tanky, ja. Nicht, also. Ohne Item nichts. Easy. Na, Spaß. So, let's go. Aber was machen die Jungs hier? Okay, leider kein Crit. Kann das Brokkoli hier beenden? Die Runde, die Phase. Schauen wir uns das Ganze mal an. Broly. Also, ich muss schon sagen, die Charaktere machen schon Schaden. So ist es nicht. Auch wenn wir jetzt kein Double Lead haben. Natürlich ist das kein Vergleich zu einem Double Lead. Aber sie machen durchaus ihren Schaden auf jeden Fall. Also bis jetzt gefällt mir das. Ja, man kann es auf jeden Fall spielen. So wie wir hier sehen. Aber natürlich muss das Team bestimmen. Er hat es überlebt.
Ich sehe kein Balken HP mehr. Literally, gar nichts. Wow. Anyways, dann beenden wir mal das Ganze hoffentlich hier. Mit den Jungs, die hier uns zur Verfügung stehen. Natürlich keine Ulti, aber ja, wir brauchen ja nur einen Auto-Attack, dann passt das schon. Let's go. Sehr cool, sehr, sehr cool. Und auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefällt, ja, mit so einem Showcase zum OP, es gibt auch zwei, drei weitere, dann lasst mich auf jeden Fall wissen, Feedback, Kommentare, Like. Likes sind auf jeden Fall sehr wichtig, wenn ich sehe, okay, das Video hat so und so viele Likes, dann sehe ich, okay, das kam gut an. Und speziell so bei Formaten ist es dann für mich ein Feedback, dass man da wieder so was Ähnliches reinbringen kann. Deswegen gib mir da auf jeden Fall Bescheid. So, ich denke, wir haben mit Freezer unseren Doka-Mode aktivieren, ja. Respekt. Ja, wir machen es so. Passt auf. Zack. Nein, ich hätte mit dem OP-Lied den Doka-Mode machen sollen. Das wär's doch. Aber komm, sonst würde das viel zu lange gehen. Wir aktivieren mal King Yama zur Sicherheit. Wir haben ja einmal Tech-Unit, zweimal Tech-Unit, einmal zwei Damage Reduction, Freezer, aber wir gehen auf Nummer sicher wegen Goku. Und dann schauen wir mal, was hier jetzt abgeht. Let's go. Typennachteil mit dem Crit können jetzt schmackhaft werden. Gucken wir mal. Alright. So, Freezy Pup. Okay, er ultet uns. Er will's wissen. Greift unseren OP-Lied an. Das wirst du büßen. Let's go. Doka Mode activated. Ich hoffe, das geht nicht so schnell. Ah, okay, alles gut. Ja, ihr hört schon klicken. Ich bin auf dem PC, Nox Player. Falls ihr euch fragt, ey, was? Du spielst auf dem PC? Ja, über gewisse Emulatoren geht es. Android-Emulatoren. Nox Player nutze ich und das andere wäre zum Beispiel BlueStacks, ja. Also, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr das Ganze auf dem PC spielen wollt. Genau. So, ein Crit wäre auf jeden Fall hilfreich, weil wir den Typen-Nachteil haben. Aber schauen wir mal, was unser Golden Freezer hier macht. Komm schon, Crit ihn. Leider kein Crit. Was an der Stelle Doka-Mode-Verschwendung, ja. Naja, anyways. Anyways. Ihr seht schon, aber so ein Event dauert dann auf jeden Fall länger mit einem OP-Lied. Schauen wir mal, ob wir das Ganze beenden können. Die Sache ist halt, die nicht jeder kann ulten in dem Setup. Aber wenn wir das. Oh, Broly bekommt sehr viel Angriff. Oh no, das sieht nicht gut aus. Oh, kann man Freezer ziehen? Yes. Dann ziehen wir mal, aber Broly wird trotzdem viel Schaden bekommen. Sollten wir Full Life gehen? Komm, wir machen es mal so. Let's go. Ah, oder ich hätte einfach mit Broly nicht ulten sollen. Denn erst wenn er ultet, bekommt er ja den Boost, sowohl Angriff-Boost als auch Negativwerte. Also weil er auf die Verteidigung minus so und so viel, 25.000, glaube ich, bekommt. Und selbst nicht mal so viel hat Verteidigung, ne? Deswegen kommen wir da auf Negativwerte, weil das kein Prozentsatz ist. So, Leute. Kid Buu, let's go. Du musst irgendwas zeigen. Kid Buu, crazy Buu. Ich hab da auf einen Edition Attack gehofft, kam leider nichts, naja. Gut. Oh, this crit is insane. Ja. Also es geht echt ein bisschen lang, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, solange es funktioniert, ich meine, mein Gott. Der Guilty Freezer, Angel Freezer ist free to play, könnt ihr nicht alle holen. Wenn ihr Geist Resurrected Warrior Team habt, euch nur ein Leader fehlt, dann klappt das allemal, wie wir hier sehen. Gut, das könnte sich vielleicht sogar jetzt auch noch mal ziehen, dennoch. Wir machen das mal so. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall healen. Ist er gesealt? Wir haben ja Item vorhin eingesetzt, also müssen wir das nochmal machen. So, jetzt haben wir alle Items benutzt. Wird das noch ein gutes Ende mit dem OP-Lied, mit dem Showcase zum OP-Leader? Wir lassen ihn am Ende noch natürlich angreifen. Vielleicht beendet er das Ganze. Schauen wir mal, kommt drauf an, wie der Charme von den anderen Charakteren ist. Dieser Vegeta überzeugt mich auf jeden Fall gerade. Sehr tanky. Ach, schade. Kein Crit, kein Additional, gar nichts. Komm, Freezer! Beende es bitte! Nein, knapp. Nein.
kommt eine Ulti. Ne, wir machen die Ulti. Was rede ich da? Fast hätte der OP wieder was beendet. Da hat sehr wenig gefehlt. So, aber wie machen wir das jetzt hier? Was hat er denn im Revival, ne? Let's go. Ja, Leute. So viel zum OP-Leader und seinem Team und seinem Showcase. Ich glaube, ihr habt das Prinzip dahinter verstanden, ja? Wenn ihr ein gutes Resurrected Warrior Team habt, aber nicht den Leader, Angel Gone Freezer, dann gibt es noch einen zweiten Leader quasi. Sein Leader-Skill-Boost ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem vom Angel Gone Freezer. Aber mein Gott, ihr seht, ja, es hat geklappt. Ich hoffe, das Ganze hat euch, wie gesagt, gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.